Hallo zusammen, mein Name ist Ulrich Röhlen, ich bin technischer Leiter der Firma Claytec Lehm in Bestform und das schon sehr lange, seit 1984. Und ich freue mich heute sehr, dass wir hier am Ringofen in unserem großen Seminarraum sind und freue mich sehr über unseren Gast. Das ist der Guido Quinting von der Firma Isohem aus Belgien. Vielen Dank für die Einladung, für den Termin heute hier in Viersen. Wie gesagt, mein Name ist Guido Quinting. Ich arbeite für die Firma Isohem. Das ist eine belgische Firma. Und unsere Spezialität ist die Herstellung und der Vertrieb von Hanfsteinen, wie Sie hier sehen können. Die Hanfsteine, die die Firma Isohem produziert, haben zwei große Anwendungsbereiche. Einmal als Stein für den Neubau mit dem einschaligen Mauerwerk kann ein Neubau erstellt werden. Oder aber im Bereich der Sanierung, der Renovierung, um eine nachträgliche Innendämmung oder Außendämmung herzustellen. Und unser Hauptproduktionswerk ist im französischsprachigen Teil von Belgiens in der Nähe von Namur angesiedelt. Die Nachfrage nach wohngesunden und baubiologischen Baustoffen wird immer größer und wir freuen uns sehr, mit Isohem einen Partner zu haben für die Sanierung, Renovierung und Modernisierung, also das wichtige Thema des Bauens im Bestand, als auch natürlich für den Neubau. Wir produzieren seit 37 Jahren Lehmbaustoffe und Lehmbausysteme und ich möchte, weil das auch so die beiden Produkte auszeichnet, auf einen Aspekt ganz besonders zu sprechen kommen und das ist die Schlichtheit unserer Lehmbaustoffe. Wir sind hier ja bei uns in der Produktion und man sieht hier Lehm, Sand und Stroh, das ist das, wo die meisten unserer Produkte draus gemacht sind. Die sind also verhältnismäßig wenig komplex im positiven Sinne. Wir haben keine Chemie drin, entsprechend entstehen die üblichen Wohngifte gar nicht und so weiter. Wir haben also im besten Sinne sehr einfache Baustoffe, die aber gleichzeitig sehr leistungsstark sind. Und das ist unser Ansatz von Low-Tech, also im Gegensatz zu High-Tech, von Low-Tech-Baustoffen und Bautechniken. Und ich glaube, da passen wir sehr gut zusammen, Guido. Also ich denke, ich kann der Einschätzung von Ulrich ganz einfach nur folgen. Mit diesem Isohem-Hanfstein hat man ein Produkt, das auf unwahrscheinlich wenige Rohmaterialien zurückgreifen müssen. Die Bestandteile sind eigentlich zwei Arten von Kalk, Wasser und Hanfschäden. Aus diesem relativ unkomplizierten Mix lassen sich dann Produkte herstellen, die auch eine negative CO2-Bilanz aufweisen. Mit jedem Kubikmeter Hanfsteine, die wir auf eine Baustelle liefern, können wir in dem Moment 75 Kilogramm CO2 einbinden. Die Haupteigenschaften des Hanfsteines sind eigentlich Temperaturregulierung, Feuchtigkeitsregulierung, ein absolut gutes Brandverhalten und auch schalldämmende Eigenschaften. Und somit, glaube ich, ergänzen sich die beiden Produkte hervorragend. Ja, also ich denke, wir haben beide Produkte, die negative CO2-Bilanzen haben, die also klimapositiv sind, wie man das dann so sagt. Ja, und wir freuen uns, euch heute unsere gemeinsame Broschüre vorzustellen, die wir jetzt herausgebracht haben. Die bietet also zahlreiche Informationen zu den Produkten und auch zu den Anwendungstechniken. Sie zeigt ganz genau, wie man also Schritt für Schritt mit dem Material arbeitet und wie man die Hanfsteine mit Lehmputzmörtel verputzt. Vielen Dank nochmal für die Einladung, lieber Ulrich. Und wir freuen uns auf das Interesse eurerseits. Und bei allen Rückfragen könnt ihr gerne auch auf die Website von Isohem zurückgreifen, www.isohem.com. Die Broschüre steht ab sofort auf unseren beiden Webseiten, also auch unter www.claytec.de zum Download bereit.